Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich lasse mich auch mal wieder sehen. Ich habe für euch heute wieder ein weiteres Getränk, was ich gefunden habe, was ich auch sehr interessant fand. Kromba ist wahrscheinlich für die allermeisten ein Begriff und so ein großer Bierhersteller, wenn nicht sogar der bei uns zumindest den größten Namen hat, vielleicht auch die meisten Absätze, ich weiß es nicht, die meisten Bier verkauft, zumindest war es vor ein paar Jahren noch so, keine Ahnung. Ich rede von Krombacher. Ich habe für euch heute nämlich das Limo-Bier von Krombacher, Zitrone Naturtrüb, ein Biermix mit 1,5% Volumen Alkohol, mit natürlichem Zitronensaft und ja, Don't Drink and Drive. Das Besondere hierbei ist, dass es 70% Limonade ist und 30% Bier. Was mich halt einfach dazu angeregt hat, dieses Produkt zu kaufen. Genau. 79 Cent hat das gekostet. Und ich glaube, das verschwindet noch so langsam wieder vom Markt. Ja, ich glaube auch Krombacher wurde auch vor ein paar Jahren von irgendeinem großen Unternehmen abgekauft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Unternehmen das war. Ich weiß nicht, ob es Nestle war. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, wir probieren. Ich bin sehr gespannt, weil ich kenne es ja immer nur so. Es ist entweder ein Radler halt mit Zitrone, 50% Bier, 50% Zitrone. So ist es meistens immer. Oder halt 70% Bier, 30% Zitrone. Das ist eher mehr, ja, ein Limo-Bier irgendwie, weil es schmeckt mehr nach Limonade als Bier, als Pilz ist ja hier drin. Dementsprechend auch weniger Prozent Alkohol mit 1,5. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Und ich hoffe, ihr auch. Mal gucken, genehmigen wir uns das einfach mal. Auf den ersten Schluck auf jeden Fall wie ein ganz normales Radler. Limonadiger? Keine Ahnung, es schmeckt auf jeden Fall mehr nach so einer Limonade als Bier. Dennoch kommt das Pilsner, das Bier auch noch gut durch. Wenn da jetzt nicht Limo-Bier draufstehen würde, dann würde ich denken, okay, es ist ein stinknormales Radler. Aber ich finde gerade so der Nachgeschmack, so das, was dir im Mund zurückbleibt, das ist halt einfach, ja, Limonade, so eine erfrischende Zitrone. Ne? Meistens ist ja so, wenn du Bier trinkst, dass du dann dieses Bierige halt, dieses Herbe im Mund bleibt dir dann über. Hier ist es dann doch eher die Zitrone. Ne? Für Leute, die vielleicht nur Auto fahren müssen, würde ich sowieso kein Alkohol empfehlen. Aber für Leute, die vielleicht diesen Biergeschmack nicht so gerne mögen, wie meine Wenigkeit zum Beispiel, die auch eher vielleicht lieber einen Radler trinken oder so. Das Praktische an dem hier ist halt 70% Limo, 30% Bier. Ist auch eher mehr sowas für Jüngere vielleicht. Ne, 16 oder so. In dem Alter vielleicht. Ansonsten ideales Getränk für den Sommer. Schmeckt nicht wirklich herb. Und das ist halt auch einfach für Leute, die es halt nicht so mögen, denke ich mal, was ganz Gutes. Und ja, gut. Na, in diesem Sinne, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Habt ihr schon mal das Krombacher Limo-Bier getrunken? Gibt es das in noch verschiedene Sorten? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Spiegelt ein bisschen scheiße, beziehungsweise durch die Softbox. Machen wir mal so. Habt ihr das schon mal probiert? Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ne? Ciao, ciao.